willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir haben wieder ein paar Infos und eine Event-Ausbeute, denn das Oster-Event ist ja seit gestern Abend vorbei. Und da werden wir gleich noch eine kleine Nachbesprechung machen, wie das Event verlief, wie gut es war, wie es mir gefallen hat und natürlich, wie es euch gefallen hat. Das weiß ich aber nicht, nur wenn ihr mir das dann sagt. Aber noch ein paar kleine News. Der erste Community Day von zu Hause wird kommen, also der Abra Sea Day, ist jetzt nun nochmal offiziell bestätigt, also wirklich am 25. April, das ist ja, glaube ich, nächste Woche, der zweite Anlauf für den Abra Community Day beginnt nächstes Wochenende und da sind wir ja schon gespannt. Ich habe ja gedacht, da verpasse ich auch noch Abra, ne? Als der Account weg war. Jetzt hat sich das so lange geschoben mit Abra und es soll halt wirklich möglich sein, den ganzen Community Day von zu Hause aus zu spielen, da das eben auch vermehrt aus dem Rauch dann kommt und ihr diese Spezialforschung machen könnt, die sich meiner Meinung nach jetzt nicht lohnt. Also ich sehe immer noch keinen Anreiz darin, die Spezialforschung zu kaufen, kostet zwar nur 99 Cent, denke ich mal, aber ihr kriegt dann halt ein Knusp, ein bisschen Sternenstaub, ein paar Items so, eigentlich jetzt nichts Weltbewegendes. Wenn es eine Medaille dafür gäbe, würde ich die natürlich mitnehmen, aber gibt es ja glaube ich nicht, deswegen für mich leider nichts dabei. Kauft ihr die Spezialforschung, weil sie günstig ist, schreibt es mal in die Kommentare und freut ihr euch auf den Abra Sea Day, werdet ihr trotzdem rausgehen. Ich meine, ihr könnt ja einen kleinen Spaziergang mal machen oder werdet ihr wirklich komplett die 6 Stunden, es sind ja diesmal nicht nur 3 Stunden, sondern 6 Stunden, werdet ihr die kompletten 6 Stunden zu Hause sitzen auf dem Klo und werdet im Rauch Abra farmen, bis Shinies kommen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Dann könnt ihr mittlerweile auch kostümierte Pokémon-Massen verschicken. Das war bisher nicht möglich. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Habt ihr es schon ausprobiert? Schreibt es mal rein. Muss ich dann später mal gucken. Das haben sich auch viele Leute gewünscht. Und was ganz wichtig ist, es kommt immer alles auf einmal. Heute startet auch die Safari-Zone. Heute ist ja, glaube ich, der 17. Und normalerweise wäre da ja die Safari-Zone in Liverpool gewesen, die ja nun auch verschoben wurde. Und die Leute mit Ticket dürfen natürlich weltweit, egal wo sie gerade sind, die Event-Spawns nutzen, mitnehmen. Es wird wieder besonderes Pikachu geben mit Safari-Hut. Es gibt besondere Inkognito-Buchstaben. Es gibt da auch eine Spezialforschung, die ihr aber auch von zu Hause aus lösen könnt, wo sogar ein garantiertes Shiny Lampi dabei sein wird. Das gucken wir uns aber an. Ich werde die Safari-Zone natürlich spielen. Ich habe ja ein Ticket gehabt. Eine Medaille habe ich schon bekommen. Gucke ich mir mal an, was da so alles kommt. Vielleicht kann ich mir auch noch ein paar grüne Bären abholen. Also Teddy Ursa habe ich ja leider verpasst. Aber vielleicht ist das auch mit einem Event-Spawn. Alles andere, natürlich die Jagd auf Shiny Lampi wird losgehen. Da bin ich gespannt. Und ihr seht, das ist wieder alles auf einmal Safari-Zone jetzt am Wochenende. Dann habt ihr schon den Rauch-Event-Tag am Sonntag oder Samstag. Ne, ich glaube Sonntag. Egal, guckt das Video von gestern. Irgendwo habe ich es gesagt. Das auch schon gleich da dabei. Ihr wisst gar nicht, was sollt ihr denn machen? Ihr habt das und das, alles überschneidet sich. Ab Dienstag startet schon wieder das Kumpel-Event, dieses Buddy-Event, wenn man es so nennen will. Wieder mit neuen Shinies, Illumise Vollbeat als Shiny eingeführt weltweit. Also es geht wirklich drunter und drüber die ganze Zeit. Aber dazu machen wir nochmal ein Video, wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir erst nochmal auf die Event-Ausbeute gucken beim Oster-Event. Dazu gebe ich mal wieder hier schillernd ein. So. Und nach zuletzt gefangen und gucken mal, was wir da bekommen haben. Hier seht ihr ein Shiny Pichu mit Blumenkranz ausgebrütet. Das ist richtig genial. Das hat auch nicht lange gedauert, dass das kam. Gab es ja aus den 2-Kilometer-Eiern, genauso eben wie Shiny Togepi, auch zum Ausbrüten aus 2-Kilometer-Eiern mit Blumenkranz. Und ich muss sagen, es hat wirklich Spaß gemacht, auch gerade durch diese verkürzte Distanz, dass ihr für ein 2-Kilometer-Ei nur 1 Kilometer gebraucht habt, musste man gar nicht unbedingt Brutmaschinen kaufen. Man hat sowieso sich kaum bewegt und schon ging das nächste Ei auf, das nächste Ei, immer wieder 2-Kilometer-Eier rein.
aus den Geschenken gab es ja garantierte 2 Kilometer Eier mit Event Pokeborn. Aber wer eben nicht so viele Freunde hatte oder keine Geschenke öffnen wollte tagsüber und Stops gedreht hat, der hat auch bemerkt, dass die 2er Eier natürlich sehr geboostet waren. Also ich habe ganz selten mal ein 5er Ei oder ein 10er Ei bekommen. Es gab so gut wie immer nur 2 Kilometer Eier. Wodurch die sich damals immer eine goldene Nase verdient haben, weil man natürlich 10 Millionen Brutmaschinen kaufen musste. Aber diesmal war das eigentlich ganz chillig und ich finde, es war auch eine sehr hohe Shiny-Rate dabei. Wenn ich so querbeet mal geguckt habe, wie viele Leute Shiny Pichu gebrütet haben, so viel gab es sonst noch nie. Genauso wie eben Togepi und was natürlich ganz besonders war, was sich viele dann gewünscht haben, Shiny Riolu kam zurück. Das hattet ihr ja sonst bei 7 Kilometer Eiern, musstet da ordentlich was für machen. Dann sind die Fossil-Pokémon in die 7 Kilometer Eier gekommen, dann hat man Riolu eigentlich gar nicht mehr bekommen. Jetzt beim Event auch wieder aus 2 Kilometer Eiern und meiner Meinung nach richtig erhöht. Ich habe so viele Riolu gebrütet und auf dem Ramses Kitchen Account, den ich ja nicht mehr habe, sogar 2 Stück, wovon ich mir dann eins abgegeben habe, das Shiny Nummer 24. Und so viele Leute haben einfach Shiny Riolu bekommen und Shiny Riolu gepostet. Das ist, man könnte sagen, jetzt nicht mehr selten, aber es gibt natürlich Leute, die immer noch keins haben. Das fand ich aber heftig. Ich habe ja damals einen Lucky entwickelt gehabt, was natürlich nicht schön aussieht. Jetzt habe ich hier ein drittes, aber meiner Meinung nach eben das richtige zweite. Wir werden das nachher auch noch entwickeln, dann Merrill gab es wild, auch wie beim Mogelbaum erstmals, dass ihr eine Weiterentwicklung von einem Baby wild als Shiny fangen könnt oder aus einer Quest raussaugen könnt. Da gab es auch den Merrill Kampftag, wo ihr eben eins bekommen habt, das ist auch cool. Habt ihr Merrill bekommen, schreibt es mal rein. Dann natürlich das Pikachu, schon wieder ein Pikachu mit Hut, diesmal aber mit Blumenhut, nicht Blumenkranz. Das darf natürlich auch nicht fehlen, 777 WP. Genauso eben wie Haspiror, Shiny mit Blumenkranz, auch Events spawnen. Da konnte man wild danach suchen, das Pikachu und das Haspiror. Evoli kam auch zurück mit Blumenkranz. Da habe ich damals immer alle weggetradet und habe andere Sachen dafür genommen. Die waren sehr begehrt und jetzt mittlerweile bin ich auf die Nase gefallen. Weil wenn man schon fast alles hat, muss man anfangen auch Evolis zu sammeln. Zu farmen mit Blumenkranz als Shiny, damit man eben die Weiterentwicklungen, die total unnütz sind, von der Sache her, nur wegen dem Kranz, aber die auch zur Vollständigkeit als Shiny Blumenkranz Entwicklungen mitnehmen. Da habe ich noch eins bekommen vom Ernie und Bertha, hieß der glaube ich, genau. Und dann ganz chillig zum Ende hin, endlich Owei 2. Owei musste ich mir auch noch eins tauschen jetzt. Aber ihr wisst, wie wir das immer machen. Das Kleinere heben wir auf, das Größere entwickeln wir auch. Somit habe ich, glaube ich, alles vom Osterevent bekommen. Owei, Wild, Pikachu, Haspiror, Evoli und die 2 Babys eben mit Kranz, also Pichu und Togepi. Das ganze Osterevent also ausgenutzt, abgeklappert, alles bekommen. Wunderbar. Hier haben wir das Kokowein noch. Und wir werden das mit dem Riolu noch fix machen. Geben wir hier plus Riolu ein. Und dann sehen wir, wenn wir mal nach Nummer sortieren, hier ganz unten habt ihr also ein Riolu, ein zweites Riolu und ein hässliches Lucky Lucario. Das ist eben das Problem. Ich hatte damals nur das und das zweite war Lucky. Das habe ich dann entwickelt. Mich stört aber jedes Mal der Hintergrund. Jetzt habe ich eben das noch bekommen und könne das entwickeln. Aber wir nehmen das niedrigere und machen uns jetzt noch ein schönes Shiny Lucario ohne Glückshintergrund. Und ich nehme diesmal extra das niedrigere, um zu gucken, ob es unter den 1499 bleibt, also unter den 1500. Denn ihr seht, von den ganzen Lucario, die ich hier habe, sind alle über 1500, bis auf das eine, das habe ich vom Gabriel bekommen, also vom Krypto Saphir. Grüße gehen raus und mal gucken, ob mir das auch mit einem Shiny gelingt. Deswegen nehmen wir das, entwickeln das einfach mal durch, in der Hoffnung, es bleibt unter 1500. Dann könnt ihr in der Superliga auch damit ein bisschen rumprollen, wie auch immer. Obwohl, ich glaube, für die Superliga gibt es natürlich auch sinnvollere, effektivere Pokémon. Aber jetzt endlich das
Shiny Lucario ohne Lucky Hintergrund. 14,57. Wenn wir das pushen, einmal kommt sogar auf 14,93. Komm, einmal pushen wir es. 14,93, kriegt noch 36 WP dazu. Jetzt haben wir es also als schönes Shiny mit dem normalen Kampfhintergrund und als hässliches Lucky, wo man einfach überhaupt gar nichts vom Hintergrund sieht und das Gelb und das Goldige vom Hintergrund sich einfach so sticht. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal rein, wie fandet ihr das Oster-Event? Ich fand's richtig mega krass eigentlich, weil so viele Leute so viel Glück hatten, so viel gepostet haben, so viel, boah, Shiny hier, Shiny da, das hier, jenes, auch Chanera oder so, haben viele abgegriffen, auch aus den Quests heraus, also entweder haben die mit dem Event wirklich was zurückgeben wollen und haben gesagt, komm, wir hauen jetzt mal die Shinies raus, wir wollen ein Erfolgserlebnis bei den Spielern hervorrufen und das haben sie auf jeden Fall geschafft, oder die Leute hatten einfach nur mega Glück. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah. Bei euch selber, bei euch im Umfeld, gab es da auch so viele Shinies? Gab es da auch so viele Leute, die mega Luck hatten? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich auf die nächsten Tage. Mal gucken, der Rauchtag am Wochenende und die Safari-Zone heute. Ich weiß überhaupt nicht, wann die anfängt, aber ich sehe es ja, wenn krasse Sachen spawnen. Da bin ich gespannt. Shiny Lumpy, ne? Incoming. Ich werde sicherlich auch von der Spezialforschung, also die Spezialforschung abfilmen und gucken, was man da machen muss und wie die Belohnungen sind. Aber egal, das ist ein anderes Video, das ist ein anderes Thema. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.